Wenn ein WWE-Superstar durch den Vorhang tritt, beginnt er die Fans zu begeistern, aber was hinter dem Vorhang passiert, ist für die Fans meist ein Geheimnis. Immer wieder dringen kuriose Stories aus dem Backstage-Bereich nach außen und heute werfen wir einen Blick genau darauf, auf 10 skurrile Backstage-Geschichten. 10. Das Nachspiel zum Montreal Screwjob. Viele von euch kennen die Geschichte, in der Vince McMahon seinen ehemaligen Schützling Bret Hart betrügt. Wenn ihr es noch nicht kennt, ich habe ein Video dazu gemacht, einfach nach Montreal Screwjob suchen. Ohne Harts Wissen wurde Bret Hart damals live im Ring der Titel von Shawn Michaels abgenommen. Nach dem Match stürmte Hart wutentbrannt in den Backstage-Bereich und soll seine Sachen gepackt haben. Als Vince McMahon dann versuchte, mit Hart zu sprechen, soll die Situation so weit eskaliert sein, dass der Hitman seinem Chef ins Gesicht schlug. McMahon ist buchstäblich mit einem blauen Auge davongekommen. 9. Ahmed Johnson bei der Tonight Show. Bret Hart war also manchmal ein Hitzkopf, aber sein Bruder Owen hat Backstage häufig für Lacher gesorgt. Er spielte seinen Kollegen liebend gerne Streiche, auch dem Wrestler Ahmed Johnson. Zusammen mit Davey Boy Smith rief Owen bei Johnson an und erzählte ihm von einer gemeinsamen Einladung zur US-Sendung Tonight Show. Die war natürlich frei erfunden, aber Johnson machte sich sofort auf den Weg dorthin, wo ihn laut Hart eine Limousine erwarten sollte. Stattdessen traf Johnson auf Smith und Hart, die ihn lachend über den Scherz aufklärten. 8. Goldberg gegen Jericho. Das Verhältnis zwischen Goldberg und Chris Jericho war noch nie wirklich das Beste. Bei einer Raw-Ausgabe in den späten 90ern soll so eine Situation dann auch mal eskaliert sein. Jericho hatte mitbekommen, wie sich Goldberg backstage über sein Match an diesem Abend lustig machte und konfrontierte ihn. Die beiden provozierten sich gegenseitig so stark, sodass Jericho Goldberg in einen echten Front-Face-Lock nahm. Später behauptete Jericho, dass es lediglich eine heiße Diskussion zwischen den beiden gegeben habe. Was jetzt wirklich wahr ist, wissen wahrscheinlich nur Jericho und Goldberg. Vielleicht die, die noch dabei waren, aber sonst können wir nur spekulieren. 7. Der Plane Ride from Hell, ein höllischer Flug. Wrestler sind oft im Flugzeug unterwegs, Alkohol ist dabei seit dem 5. Mai 2002 tabu. Grund dafür ist ein skandalöser WWE-Flug von England zurück nach Amerika an genau diesem Tag. Mit an Bord waren eine Reihe von WWE-Angestellten, eine Menge Alkohol und eine Prise vom absoluten Chaos. Was genau auf diesem Flug passiert ist, bleibt bis heute ein Geheimnis, aber laut eines Insiders und verschiedenen Zeugenaussagen von damals wurden in den rund 8 Stunden Flugzeit einige Prügeleien angezettelt, laute Musik gespielt und jede Menge nackte Haut gezeigt. Ric Flair wird des sexuellen Übergriffs gegenüber einer Stewardess beschuldigt. Dieser Vorfall wird bis heute als Plane Ride from Hell betitelt. 6. Kofi Kingston gegen Vince McMahon. Auch mit der neuen Generation Superstars hat der WWE-Boss öfter mal Probleme gehabt, so auch mit Kofi Kingston. 2011 bat Kofi um ein persönliches Gespräch mit dem Boss, weil er unzufrieden mit seiner Situation war und auch seiner Einsetzung. Chris Jericho soll Kofi zu diesem Schritt motiviert haben. Es kam zu einer hitzigen Diskussion, die sogar von Kollegen entzerrt werden musste. Einige Tage nach dieser Szene schloss Kofi wieder Frieden mit seinem Chef. Anscheinend hatte dieser Vorfall aber trotzdem noch Auswirkungen auf McMahon, denn 8 Jahre später machte er Kofi zum World Champion und es ist generell über McMahon immer wieder gesagt worden, Superstars, die keine Ja-Sager sind, sondern die ihm auch mal ordentlich die Meinung sagen, mag er ganz besonders gerne. 5. Mark Jindrak bei Evolution. Batista, Randy Orton, Ric Flair und Triple H bildeten mit Evolution eines der legendärsten Stables der WWE-Geschichte. Als Batista 2003 verletzt ausfiel, soll Vince McMahon die Idee gehabt haben, den Wrestler Mark Jindrak dauerhaft an Batistas Seite zu stellen. In dieser neuen Zusammensetzung wurden sogar schon einige unausgestrahlte Promo-Videos aufgenommen, ehe Triple H und Randy Orton sich dafür einsetzen, dass diese Idee verworfen wurde. 4. Das This Is Your Life-Segment. Das Segment von 1999, in dem The Rock und Mankind die Soap This Is Your Life parodierten, ist bis heute bei vielen Fans Kult. Backstage sorgte die Inszenierung allerdings für Ärger, weil es die geplante Zeit von 9 Minuten überstieg. Vince McMahon wollte sogar aus der Gorilla-Position rauskommen und das Segment vor laufenden Kameras persönlich abbrechen. Vince Russo konnte den Chef aber gerade noch zurückhalten. Damit wurde aus dem This Is Your Life-Segment ein legendärer Leckerbissen für jeden Wrestling-Fan. 3. Ambrose in der Klemme. Die letzte WWE-Etappe war für Ambrose gar nicht leicht. Einer seiner besten Freunde, Roman Reigns, hatte Leukämie, also Blutkrebs, und die WWE wollte Ambrose zum Heel turnen. Sie legten ihm quasi kreative Fesseln an, das gefiel Ambrose gar nicht. Die Spitze des Eisbergs bildete für Ambrose ein umstrittenes Segment, in dem er sich laut Story gegen die kranken Fans
impfen lassen sollte. Dabei lästerte er nach Skript auch über seinen besten Freund Roman Reigns, der zu dieser Zeit mit Leukämie zu kämpfen hatte. Diese Szene widerte Ambrose so an, dass er ab diesem Zeitpunkt die WWE definitiv verlassen wollte. 2. Eine Pistole im Fernsehen. Raw am 4.11.1996. Eigentlich sollte er sich nur zu der Story äußern, nach der Stone Cold Steve Austin in sein Haus eingebrochen war. Die Live-Schalte brach ab, nachdem Pillman eine Waffe zog. Nach dieser Szene beschwerten sich Zuschauer und das USA Network, also der TV-Sender, dass das Segment zu brutal gewesen wäre. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen den WWE-Offiziellen, in dem sie sich gegenseitig die Schuld für dieses Segment gaben. Die Stimmung backstage war in den nächsten Wochen angespannt und geprägt von gegenseitiger Schuldzuweisung. Die Folge war die Entlassung mehrerer Mitarbeiter, einfach nur wegen diesem komischen Segment. 1. Niemand mag The Miz. Heute ist er einer der Fanlieblinge und quasi Klassensprecher unter den WWE-Superstars, aber diesen Status musste sich The Miz erst hart erarbeiten. Am Anfang seiner Karriere war er nicht der beliebteste Kollege, einige Wrestler sahen ihn als eine Beleidigung für hart arbeitende Wrestler an. Sie sperrten ihn sogar zeitweise aus dem Lockerroom aus, mittlerweile hat sich Miz aber den Respekt erarbeitet und ist aus der WWE nicht mehr wegzudenken. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Man könnte wahrscheinlich 50 solcher Videos machen mit skurrilen Backstage-Geschichten. Über Vince McMahon gibt es ja auch einiges zu erzählen. Habe ich auch in meiner Doku beleuchtet, meine vierteilige Vince McMahon-Doku. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die auch gerne mal auschecken. Habe ich jetzt vor einem Jahr an Weihnachten gebracht. Schreibt euer Feedback und weitere Themenvorschläge in die Kommentare, auch für Pro10. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. See you soon.